Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier Lachs mit Kaffeebohnen und das Ganze wollen wir beizen und das passt ja einfach richtig schön zur Weihnachtszeit. Und ob das schmeckt mit Kaffeebohnen, das zeige ich euch im folgenden Video. Also bleibt dran, bis gleich. So, als allererstes waschen wir das schöne Lachsstück erstmal ab. Oder die Lachsstücke. So. Dass wir hier irgendwie, ja, wenn jetzt hier noch so vorhandene Schuppen hier draus sind, das können wir alles schön nochmal abwaschen mit frischem, kaltem Wasser. Das mache ich eigentlich immer so. So, dann tupfen wir die mal schön trocken. Mit dem Küchentuch. Und dann habe ich hier so ein, von der Ikea-Form, die kennt ihr ja, dieses Abtropfgitter. Oder dieses Gitter, was dabei ist. Und dann lege ich die jetzt erstmal drauf. Dann kommen wir mal zu den Zutaten. Und zwar, wie ich ja schon erwähnte, hier unsere Kaffeebohnen. Und zwar sind das 30 Gramm, die kommen hier rein. Die habe ich natürlich jetzt schon abgewogen. Zack, in den Mörser rein. Das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte. Des Weiteren brauchen wir Pimentkörner. Ich habe leider nur Piment gemahlen. Macht aber nichts. Und davon auch so einen schwachen Esslöffel. So, das reicht schon völlig aus. Das kommt damit rein. Dann brauchen wir 3 Esslöffel braunen Zucker. Das hatte ich aber vorher auch schon jetzt abgewogen bzw. vorbereitet. So, das kommt da auch mit rein. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und zwar 4 Esslöffel von dem Salz kommen da jetzt rein. So, mehr Salz übrigens. 1, 2, 3, 4. So. Und dann brauchen wir natürlich noch 1 Esslöffel schwarze Pfefferkörner. Den packen wir auch mal rein. So, jetzt mörsern wir das alles richtig gut durch. So, ich habe alles fertig zusammengerührt und gemörsert. Es ist ein unglaublicher Duft. Also dieser Geruch ist klasse. Also Kaffee mit Pfeffer, also frisch gemahlenem Pfeffer und diese Bohnen auch frisch gemahlen. Also das riecht... Ah, das riecht irgendwie, also es riecht klasse, richtig gut. Ja, jetzt bestreuen wir das damit, den Lachs. Dass wirklich wie immer alles schön betroffen ist. So, also richtig schön einreiben das Ganze. Also ruhig mit den Fingern schön andrücken, das Ganze. So, ich habe das jetzt alles schön damit bedeckt. Ihr seht, hier ist natürlich noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Alles so gut es geht hier drauf. Und dann packen wir das gleich schön ein in die Folie. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt hier ein schönes Paket geschnürt. Also schön mit Frischhaltefolie umwickelt. Und ich habe darunter nochmal so ein Gitter gelegt. Denn das Salz, das entzieht dem Lachs ja Wasser. Und ich habe keinen Bock, dass das nachher alles im Kühlschrank liegt. Deswegen, falls hier jetzt was rauskommen sollte, kann das hier unten schön ablaufen. Ja, und das kommt jetzt für 24 Stunden in den Kühlschrank. Aber das Ganze beschweren wir jetzt nochmal, und zwar mit so einem Teller hier. So, und man sollte immer so ein Kilo Beschwerung nehmen. Ja, was bietet sich da gerade bei mir in der Küche an? Einfach so ein Liter Milch, den lege ich so drauf und das Ganze kommt jetzt so in den Kühlschrank rein. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Ja, die 24 Stunden im Kühlschrank, die sind jetzt um. Ja, ich bin froh, dass ich das Ganze auf so ein Abtropfgitter draufgelegt habe, denn es ist wirklich tatsächlich schon so ein bisschen, ja, Flüssigkeit ausgetreten, obwohl das ja in dieser Frischhaltefolie eingewickelt ist. Nichtsdestotrotz werden wir das Ganze jetzt von den Gewürzen befreien und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Ja, dann packen wir mal den Lachs hier aus der Frischhaltefolie aus. Ah, das riecht schon richtig herrlich. Also das ist unglaublich, wie dieser Kaffeegeruch dabei rauskommt. Und dann in Mischung mit dem Pfeffer. Richtig gut. So, jetzt werden wir die Filets erstmal schön vorsichtig trocken tupfen. Beziehungsweise trocknen.
Ja, ich bin total froh. 24 Stunden sind um. Ich habe den angeschnitten und ja, ihr seht, das Ergebnis ist richtig, richtig klasse geworden. Ich freue mich selber. In der Weihnachtszeit echt das Schönste, was es gibt. Jo, was lasse ich mir wohl nicht nehmen? Ich probiere das Ganze natürlich. Gerne sogar. Ich habe mir schon so ein schönes Brot fertig gemacht. Bisschen Margarine drauf. Ja, dann werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mal ein paar schöne Lackstreifen da drauf zu legen. Und da freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Genau, und dann werde ich das Ganze mal probieren. Also ich würde euch wirklich sagen, wenn es schmecken würde, aber ich glaube, ich muss das verstecken, weil es mega ist. Mmh. Also sowas habe ich echt noch nie gegessen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Kaffeebohnen, naja, machst du das? Ist der Lachs naja quasi für eine Tonne? Nee, hervorragend. Also ich kann euch das nur empfehlen. Macht es auf jeden Fall nach. Ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt doch mal was in die Kommentare, ob ihr auch vielleicht vor Weihnachten noch was mit Lachs macht. Das würde mich sehr freuen. Ja, vergesst das Abonnieren nicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.